Auf der eigenen Pressekonferenz im Zuge der IFA 2018 in Berlin hat der Computerhersteller Acer ein echtes Highlight vorgestellt. Neben Geräten wie dem Acer Predator Triton 900 sowie dem Orion 9000 wurde ein Produkt vorgestellt, welches auch unsere Aufmerksamkeit einfangen konnte. Beim Acer Predator Tronos handelt es sich im Grunde um einen Gaming-Sessel, aber eben nicht um einen traditionellen, langweiligen Stuhl für euren Schreibtisch. Stattdessen ähnelt der Tronos vom Aufbau schon eher einem Zahnarztstuhl. Ihr setzt euch da rein und plötzlich ist alles um euch herum in Bewegung. Statt auf Schmerzen und Qualen beim Zähneziehen dürft ihr euch auf ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis vorbereiten. Ihr setzt euch also hin, macht es euch auf einem echt komfortablen Sitz gemütlich und lehnt euch zurück. Zu eurer Linken befinden sich dann einige Knöpfe, wo ihr so gut wie alles einstellen könnt. Nachdem ihr Platz genommen habt, wird als erstes das Display abgesenkt und die Tastatur- und Mausablage in eure Griffweite positioniert. All das natürlich voll elektrisch und auf Knopfdruck. Wie könnte man denn den Besitzer eines Acer Predator Tronos nur mit manueller Arbeit quälen? Die Höhe der drei Displays vor euch könnt ihr dabei zentimetergenau einstellen, sodass ihr absolut entspannt drauf gucken könnt. Acer hat da mit einer enormen Präzision gearbeitet, um den Käufer dieses Produkts exakt das zu bieten, was er verdient hat. Aber der Gaming-Luxus hört da noch lange nicht auf. Die Rückenlehne lässt sich natürlich ebenfalls vollautomatisch verstellen, sodass ihr wahlweise voll konzentriert darin sitzen oder einfach gemütlich und wesentlich entspannter liegen könnt. Es gibt zudem auch eine ausfahrbare Lehne für eure Beine, denn selbstverständlich gibt es die. Auch die ist natürlich elektrisch zentimetergenau auf eure Bedürfnisse verstellbar, damit eure Beine beim Spielen genau jenen Komfort haben, den ihr erwartet. Und eine Fußlehne gibt es natürlich auch. Diese lässt sich ebenso einstellen und das hat sogar einen anderen Zweck, als rein für euren majestätischen Komfort zu sorgen. Beim Acer Predator Tronos ist der Kunde im wahrsten Sinne des Wortes König. So gut wie alles bei dem Ding ist konfigurierbar. Nicht nur der mitgelieferte High-End-PC von Acer. Ihr wollt eure drei 4K-Displays aus irgendeinem Grund horizontal aufgestellt haben? Das geht. Ihr wollt ein Gaming-Lenkrad statt einer Tastatur und in der Fußablage befestigte Pedale? Das natürlich auch. Im Grunde können Kunden den Acer Predator Tronos genau nach ihren Wünschen und Gaming-Bedürfnissen einstellen lassen. Und das gilt nicht nur für den Kauf, sondern auch nachher. Ganz viele Funktionen am Acer Predator Tronos sind durch den Nutzer einstellbar. Hierzu zählt auch das haptische Feedback im Sitz, welches auch tatsächlich die einzige Funktion war, die mir bei dem Produkt etwas missfallen hat. Wie auch das Force Feedback in Controllern, das ihr sehr wahrscheinlich kennt, vibriert während des Gameplays die Rückenlehne des Sitzes. Die Intensität der Vibration sowie auch die Häufigkeit lässt sich natürlich frei einstellen und auf Wunsch auch direkt deaktivieren. Ich muss aber ehrlich sagen, dass dieses Force-Feedback mich persönlich eher an eine Massage erinnert hat. Diese wird etwas stärker, wenn dem Charakter im Spiel etwas widerfährt, allerdings vibriert der Sitz fast durchgehend. Man hat nicht wirklich das Gefühl, dass das Feedback irgendetwas mit dem Spiel zu tun hat. Aber es ist trotzdem angenehm, allein schon als Massagefunktion. Und ja, das waren im Grunde schon meine Eindrücke vom Acer Predator Tronos auf der IFA 2018 in Berlin. Es ist meiner Meinung nach das bislang unangefochten größte Highlight auf der Messe und eines der mit Abstand spannendsten Produkte. Wenn ihr jetzt gerade dabei seid, eure Kreditkarte zu zücken, dann muss ich euch leider etwas vertrösten. Acer hat bislang weder Preise noch ein Release-Datum genannt. Wir denken zwar, dass der Hersteller dieses Produkt tatsächlich auf den Markt bringen wird, und meine Vermutung ist, dass es etwa 20.000 Euro kosten wird. Das ist aber jetzt wirklich nur meine persönliche Vermutung. Ihr könnt mir aber gerne eure besten Tipps auf den Preis des Acer Predator Tronos in den Kommentaren hinterlassen und uns auch gleich mitteilen, ob ihr so ein Ding zu Hause aufstellen würdet. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt den Platz oder das nötige Kleingeld. Ich sage jedenfalls danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.